Der bayerische Löwe hat gebrüllt. Und nein, ich rede nicht von Markus Söder, ich rede von Herrn Sauter, ehemals Justizminister und nunmehr nur Anwalt und im Nebenjob Abgeordneter. Das Dilemma ist klar, die Bundestagswahlen stehen auf dem Spiel und deshalb reagiert man. Und daran wird deutlich, dass es gar nicht um eine Aufklärung der wirtschaftlichen Verwicklungen in der CSU geht, bei denen Geld über Moral zu gehen scheint. Nein, man macht deutlich, dass man nur deshalb reagiert, weil das Wahlvolk zu sprechen droht. Und damit wird doch deutlich, dass die CSU nichts dazu gelernt hat. Das Problem ist ja kein neues. Wir erinnern uns noch an die Causa Georg Schmidt, als er und andere Landtagsabgeordnete Familienangehörige gegen die geltenden Regeln eingestellt hatten, um sich die eigenen Taschen mehr als voll zu machen. Bereits damals hat man ethisch-moralisch argumentiert, geändert scheint sich nichts zu haben. Das Geld verdienen scheint bei Politikern im Vordergrund zu stehen. Die nunmehr angeregten Reformen, dass man als Abgeordneter nur Abgeordneter sein kann und letztlich als Funktionsträger gar nicht mal einen Nebenjob haben darf, sind nicht weitreichend genug und offensichtlich nur der Bundestagswahl geschuldet. Dabei ist Geld verdienen als solches ja nichts Negatives. Es wird eben deutlich, wie die Systeme in der CSU funktionieren. Das Problem ist eben auch nicht, dass man Provisionen kassiert hat, sondern das Problem ist, dass genau so dieser Staat funktioniert. Die Parteienhierarchie macht hier deutlich, dass hier Gelder, Staatsgelder, Steuergelder an Lakaien vergeben werden können, weil der Raum dafür da ist, weil die entsprechend eingesetzten Beamten selbst weisungsgebunden sind, weil es gar keine Kenntnis des freien Marktes gibt und. Wir alle kennen die Drohungen in der Kommunalpolitik. Wer nicht auf Parteilinie ist, würde keine neuen Aufträge mehr der Stadt, des Kreises etc. bekommen. Das ist System. So wird man als Politiker groß. Das heißt, jeder, der im Landtag sitzt, hat mit diesen Regeln bereits gespielt, diese akzeptiert. Deshalb ist das heutige Vorgehen aus meiner Sicht Makulatur. Ebenso wie Armin Laschet, der nicht in der Lage ist, sein Land zu leiten, ist offensichtlich auch Markus Söder hierzu nicht in der Lage. Alternativen in der Union, außer Friedrich Merz, wohl keine. Union, wo quades? Wer soll Angela Merkel ersetzen? Nun hoffentlich nicht Angela. Aber es wird langsam eng. Wirkliche Alternativen, Menschen mit Führungsstärke, Charisma und der Fähigkeit, moralisch über dem Ganzen zu stehen, sind nicht nur in der Union rar, sondern auch in der Koalition und der sogenannten Opposition. Es wird ein spannender Wahlkampf und mein Wunsch bleibt nach wie vor: endlich sachorientierte Politik, und das heißt für mich eindeutig Minderheitsregierung. Wie seht ihr es? Diskutiert es mit mir unten in den Kommentaren.